Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap Version 1.6 ohne Gräben. Wir sind immer noch am Maishäckseln und ihr seht hier links im Bild schon direkt vier Meldungen, dass hier Traktoren im Verkehr feststecken. Ja, das sind meine Maisabfahrer. Ich möchte ihn aber jetzt hier gerne erstmal ein bisschen aufschieben lassen, um hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und daher habe ich die jetzt eben stehen lassen. Ich habe also jetzt gerade eine neue Aufnahmesession gestartet. Und was soll ich dazu sagen? Ich muss ihn hier erstmal aufschieben lassen, ansonsten geht's schief. Und weil ich jetzt die neue Aufnahmesession gestartet habe, versuchen natürlich die Abfahrer jetzt direkt alles, hier jetzt erstmal hinzufahren. Die sind teilweise ganz voll, teilweise halb voll und das würde er hier dann gar nicht schaffen, das alles abzufahren. Oder alles aufzuschieben. Jetzt fährt er auch wieder vernünftig. In der Folge gestern, da hatte ich ja Probleme wohl mit der Allradlenkung. Der ist dann aber im Kreis gefahren. Ich glaube, dass es an der Allradlenkung lag. Wollte ich jetzt schon einen anderen Schlepper kaufen. Aber ich gucke mir das mal an, was das hier für Ausmaße annimmt. Ob er das hier vernünftig macht oder nicht. Moment, sieht es ja ganz gut aus. Ich lasse ihn trotzdem hier erstmal noch ein bisschen aufschieben, bevor ich hier die nächsten Fahrzeuge hinbringe. Mal gucken, wie viele Liter wir denn hier überhaupt reinkriegen. Mal gucken, wie viel wir denn schon haben. Wie voll ist es denn schon? 1.600.000 fast. Ist ja auch nicht so schlecht. Das ist ja nicht wenig, ne? Kann man nicht anders sagen. 1,6 Millionen Liter. Wir haben noch nicht mal ein Feld abgearbeitet. Mal gucken, da müssen wir bloß nachher schauen, dass wir hier auch alles verkauft kriegen. Wo geht das? Hier vorne, ne? Aber da kann ich mir dann auch Gedanken drüber machen, wenn es soweit ist. Einen großen Radlader kaufen oder was? Ja, hier soll das wohl rein dann. Gut, der macht das. Sehr schön. Der steht hier natürlich, klar. Brauchen wir jetzt auch noch gar nicht starten. Der steht hier, ist auch klar. Mal eben was gucken. Habe ich hier eigentlich schon die Düngerproduktion im Gang? Ich befürchte nicht. Die Saatgutproduktion auch noch nicht. Ne, habe ich noch nicht. Könnten wir eigentlich mal machen, ne? Kümmern wir uns jetzt erstmal drum. Wir lassen den anderen ein bisschen aufschieben. Und lassen... unterbrechen sozusagen die Maishäcksel-Aktion ein wenig. Ja, da brauchen wir nicht den großen, da reicht hier der kleine. Muss ja nicht immer das größte Gerät nehmen, was man so im Stall stehen hat, ne? Mal Mist. Muss ich hier auch mal gucken, wie es hier um die Rinder steht und so.
Da ist ja auch kaum was, ne? Hier zu weit weg, oder? Okay. Füllen, füllen, füllen. Ist ja mal so, so gar nicht animiert, das Förderband. Ja, schon kann ich meine Kamera hier nicht mehr bedienen. Sehr schade. Muss mal eben hier gucken. Das geht alles noch. Aber hier kann ich die Kamera nicht mehr bedienen. Schade. Zum Beispiel so kann ich, also weder mit der Maus. Maustaste, das ist ja, aha. Wusste ich auch nicht, dass ich das jetzt hier tatsächlich installiert habe. War mir so gar nicht bewusst. Mit dem Vehicle Sort. Vor allem ist gleich interessant zu sehen. So, hatte ich da hinten bei dem Wasserfass eigentlich ein... Ja, ne? Hatte ich dran. Da ich jetzt hier überhaupt nicht richtig gucken kann, lasse ich den jetzt mal hier stehen. Aber, das ist natürlich cool. Okay, wie auch immer das geht. Ja, hier können wir ja aussteigen, dann dahin laufen. Ne, da ist keine Zugmaschine vor. Ja, hier funktioniert die Kamera wieder. Naja, wie auch immer. Was auch immer ich da gemacht habe. Das Kotte nehmen wir jetzt, um hier Gülle zu transportieren. Ich möchte nämlich Saatgut produzieren, damit ich dann auch Flüssigdünger produzieren kann. Ich möchte, also ich muss erstmal Dünger produzieren, dann muss ich Saatgut produzieren, dann Flüssigdünger. Und dann können wir nämlich die irgendwann auch mal die Tomatenzucht in Betrieb nehmen.
So, wollen wir mal gucken, wie viel Gülle wir hier haben. Muss man tatsächlich für dieses Vehicle Sorn nochmal die. Aha. Nochmal die Anleitung durchlesen, wie das geht. Achso, ist noch ja gar nicht voll. Aber mehr ist da nicht drin, oder? Wo bin ich jetzt einfach nur zu früh losgefahren? Ja, ich bin einfach nur losgefahren, Idiot. Ja, da wäre noch genug drin gewesen. Egal. Wir holen uns erstmal Gülle. Ich denke mal, dass das hier im Verhältnis 1 zu 1 läuft. Ja, mal durchsteppen, was in der Serion macht. Jemand. Völliges Chaos. Da ist er. Ja, das sieht doch schön aus. Das macht er doch gut. Hier funktioniert meine Kamera immer noch nicht. Nö, das machen wir jetzt noch nicht. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir holen einfach noch mal ein bisschen mehr Gülle. Jo. Dann haben wir da erstmal genug. Und das ist, war's dann auch schon für diese Folge. Für den Freitag. Erstmal toll, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Like. Oder abonniert mich. Ich kann euch auch von vornherein sagen, heute Abend gibt es auch noch wieder
kein Tutorial-Video oder Tipps- und Tricks-Video, wie ich das ja immer nenne. Ganz einfach, weil ich da nicht zu komme leider. Im Moment bin ich beruflich so eingespannt und so ausgelastet, dass ich keine Zeit habe, dass ich froh bin, dass ich hier meinen Zeitplan mit den Let's Play-Videos einhalten kann. Aber für alles andere, wann es wieder einen Livestream gibt, ich weiß nicht. Vielleicht morgen Abend. Kann ich aber noch nicht versprechen. Muss ich noch schauen, habe ich noch nicht gecheckt. Muss ich echt sehen. Mal gucken. Aber wenn, dann erfahrt ihr es natürlich hier auf YouTube. Ihr erfahrt es auf meiner Facebook-Seite. Ihr erfahrt es auch auf meiner Homepage, friesenjung13.de. Und ja, in diesem Sinn sage ich dann mal ciao.